Ich möchte dir heute ein Mitmachbuch vorstellen. Finde den Verbrecher. Es ist für Kinder ab 8 Jahren und vor allem für Kinder, die gerne Kriminalistiker werden möchten oder Detektiv oder Agent oder irgendwas in die Richtung. Das Buch ist wirklich toll gemacht für kleine Detektive und Forscher. Und zwar haben wir zum einen erstmal, was brauche ich denn überhaupt alles als Detektiv, als Agent? Und lerne dann Schritt für Schritt, was ein Kriminalistiker denn so wissen muss. Was sind Fingerabdrücke? Welche verschiedenen Fingerabdrücke gibt's? Wird auf der einen Seite erklärt und auf der anderen Seite ist dann immer gleich ein Projekt, wie man zum Beispiel Fingerabdrücke nimmt, wie das funktioniert. Und das ist schön aufgebaut. Und pro Seite gibt es wirklich was Neues. Also auf der anderen Seite ist immer, was gemacht wird, warum man es macht, eine super Erklärung dazu. Und auf der anderen Seite, das ist die Projektseite, hat man dann immer wirklich ein kleines Rätsel zu lösen. Es sind auch Experimente dabei, wie zum Beispiel die DNA. Was ist die DNA? Wo finde ich DNA? Das ist hier so ein kleines Projekt. Und wie untersuche ich die DNA, wird auch hier beschrieben. Und ich habe hier gleichzeitig ein Projekt, wie ich die DNA aus einer Erdbeere extrahiere. Ein bisschen Hilfe von Erwachsenen ist zwar manchmal benötigt, aber nicht immer. Und so geht das ganze Buch durch. Zum Beispiel auch, wie man Handschriften vergleicht. Oder was ich auch ganz toll finde, ist, na, wo ist es denn? Wie man zum Beispiel Handys orten kann. Oder Computerkriminalität. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Projekte. Und zu jedem Projekt, wie gesagt, gibt es auch eine Lösung. Gibt es auf der letzten Seite. Ganz am Ende vom Buch gibt es auch noch so einen kleinen Wissenstest, wie so eine kleine Detektivprüfung. Und wenn man die geschafft hat, ist man eigentlich ja, ein fertig ausgebildeter kleiner Agent. Also das Buch ist wirklich ganz toll gemacht und man kann sich wirklich lange damit beschäftigen. Auch Erwachsene können sich lange damit beschäftigen. Es ist nicht so dick, aber trotzdem umfangreich. Hier nochmal das Register. Was man denn alles wirklich in diesem Buch lernt, von A bis Z, von Alibi bis Zahnabdrücke nehmen. Und ich kann euch jetzt schon versichern, dass wenn euer Kind dieses Buch hat, ihr auf jeden Fall eure Fingerabdrücke hergeben müsst, Zahnabdrücke, verschiedene Schuhabdrücke und eine Zeit lang euer Haushalt kein normaler Haushalt mehr sein wird, sondern eher ein Detektivbüro. Und dieses Buch, dieses Exemplar möchte ich natürlich auch an euch verlosen. Was ihr dafür tun müsst und wie es funktioniert, findet ihr auf meinem Blog auf www.pandana.de. Ich freue mich schon auf euer Mitmachen. Bye!